Wir machen das Land noch platter. Was heißt das? Was heißt noch platter? Wir bombardieren das so lange, bis die Berge praktisch da in eine Fläche. Aber auch wenn es Satire ist, ist es denn clever, ein Land platt, das allein zu sagen, das Land platt zu machen? Damit willkommen zurück zu Teil 2 des Interviews zusammen mit Martin Sonneborn, dem Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden von Die Partei. Übrigens, Teil 1 findet ihr auch nochmal hier oben im i verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Auf jeden Fall werde ich mit ihm jetzt über weitere spannende Themen sprechen und ich bin sehr gespannt auf eure Anmerkungen und Kommentare unten zu seinen Antworten. Bei Teil 1 habe ich euch schon gefragt, ob ihr die Partei wählen würdet. Sagt mir mal, ob ihr das immer noch tun würdet. Ja oder nein, schreibt mir das jetzt mal unten in die Kommentare. Ich würde gerne auch noch auf ein ganz spezielles Thema zu sprechen kommen, tatsächlich, was sehr, sehr aktuell ist. Und zwar Afghanistan. Ist eine schwierige Situation, auch wahrscheinlich eine Situation, in der Satire, weiß ich nicht, nicht sehr angebracht ist, aber da können Sie was dazu sagen. Aber wir haben gerade eben schon mal über Minister gesprochen und welche aus Ihrer Sicht zurücktreten sollen. Wer trägt denn aus Ihrer Sicht eigentlich für die Situation in Afghanistan Verantwortung? Peter Jean Latour ist ein Journalist, der sich in diesem Bereich sehr gut auskannte. Der ist leider tot und der hat mal gesagt, dass kein einziger Afghane einen Anschlag irgendwo auf der Welt verübt hätte. Und dass es natürlich unsinnig und absurd ist, in dieses Land einzufallen. Afghanistan war immer ein blühendes Land und es ist ein wunderschönes Land, in das die Leute gereist sind und friedlich da Zeit verbracht haben. Und ich fürchte, dass mein Einblick da nicht groß genug ist und dass ich Leuten wie Edward Snowden oder auf deren Urteil da vertrauen muss. Und die sagen, das sind Kriege, die geführt werden, damit wahnsinnige Dollarmilliarden aus Steuergeldern in große Rüstungsfirmen verschoben werden können. Und das ist ein Krieg, der eigentlich gar nicht enden sollte, weil er halt permanent diese Umschichtung mit sich bringt. Es ist natürlich absurd, was da passiert ist. Und ich verstehe nicht, dass und da ist dann die ganze Regierung mit schuld, da ist natürlich Merkel schuld, da ist natürlich Maas als Verantwortlicher da, dass nicht evakuiert wurde und dass man das zu spät erkennt. Also es ist ja absurd, dass der nicht zurückgetreten ist längst. Glück im Unglück könnte man immer sagen, weil die Bundestagswahl bevorsteht, für die, also aus Sicht der Regierung, dass man jetzt nicht zurücktreten müsste, weil die Wahl eh kommt und dann zweifelsfrei wird man aussortiert. Früher sind Leute, das werden Sie nicht erinnern, aber zurückgetreten. Der Schwager von Jürgen Möllemann zum Beispiel hat mal der Name sagt mir noch was. Einkaufswagen-Chip. Möllemann hat mal einen Einkaufswagen-Chip, den sein Schwager entwickelt hatte, auf Briefpapier seines Ministeriums empfohlen und danach ist er zurückgetreten. Cem Özdemir, Leute, die wegen ein paar Bonusmeilen, also wegen, oder Wulff, der von der Bild-Zeitung da in einem Rücktritt gehetzt wurde, wegen ein paar hundert Euro Hotelübernachtung. Ja. Und es gibt Leute, die treten wegen Menschenleben nicht zurück. Und aber an wem liegt das? Dazu also ist das gesellschaftlicher Druck, der da mehr ausgeübt werden müsste? Weil scheinbar können sie es sich ja leisten. Wobei, wenn man auf die Umfragewerte schaut, dann wiederum nicht. Aber warum führt das dann nicht zum Rücktritt? Wo ist das Problem? Mir fehlt so ein bisschen der wütende Mob auf den Straßen, der mit Mistgabeln vor dem Ministerium Druck auf den Boden klopft. Das ist einerseits, finde ich, ein Versagen der Medien. Auf der anderen Seite ist es heute so, dass es empört sich halt niemand mehr. Es gibt diese Pegida, Querdenker, sonst was, Bewegungen. Da ist natürlich auch alles desavouiert, was da irgendwie vernünftigere Kritik mit sich trägt, aber ich verstehe nicht, dass die Leute sich das alles bieten lassen. Und wir haben gerade versucht, über Olaf Scholz eine Information in die Öffentlichkeit zu bringen. Der Mann hat in Hamburg damals, ist verantwortlich dafür, dass eine Unsitte eingeführt wird, die die UN als Folter bezeichnet, nämlich das Magenspülen bei kleinen Dealern, die möglicherweise irgendwas verschluckt haben bei der Festnahme. Und es müssen sehr brutale Methoden sein, mit denen man da praktisch einen Schlauch durch Nase oder Mund bekommt und alles ausgespült wird. Und Scholz ist verantwortlich dafür, dass das in Hamburg eingeführt wurde. Im Wahlkampf hatte Ronald Schill, der irre Richter, das gefordert. Und Scholz hatte dann aus strategischen Gründen einfach das Ganze mal übernommen. Und da ist jemand gestorben zum Beispiel. Das sind Informationen, die sind eigentlich frei verfüglich. Es steht alles im Netz heutzutage.
Das steht alles in alten Zeitungsarchiven. Aber die Leute haben es nicht im Kopf und sie kriegen es auch nicht in die Köpfe der Leute. Wahrscheinlich, also ich habe die Information nicht überprüft. Deswegen kann ich jetzt nicht bestätigen, ob das so stimmt oder nicht. Aber das heißt, sie machen auch nichts anderes, als das dann herauszusuchen und zu recherchieren und dann eben zu publizieren. Das ist bestimmt eine Aufgabe, die wir uns mit Riso zum Beispiel teilen. Der macht ja etwas Ähnliches. Ich finde das sehr gut und ich finde das sehr wichtig, weil das, wenn sie gut aufbereitet sind, Informationen sind, die halt auch Hunderttausende und Millionen erreichen. Und das sind Sachen, die sie halt auch aus einer Süddeutschen Zeitung oder einer FAZ halt nicht entnehmen. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf Afghanistan zu sprechen kommen. Gerade weil ich gerade auch gesagt habe, da können Sie mich aber auch korrigieren, vielleicht sehe ich das anders. Vielleicht sehen Sie das anders. Satire bei dem Thema ist vielleicht nicht angesagt. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht die richtige Politik in Afghanistan oder für Afghanistan, besser gesagt? Aus Sicht von der Partei? Das kann ich nicht oder sagen. Außenpolitisch sind wir nicht so orientiert, dass ich jetzt praktisch da aus dem Stegreif einen Plan für das Land zitieren könnte. Aber Sie sind Spitzenkandidat und Parteivorsitzender. Die Leute, also wenn die Leute sich da an jemanden wenden müssen, dann sind sie. Was heißt das? Was heißt noch platter? Wir bombardieren das so lange, bis die Berge praktisch da in eine Fläche. Aber Sie meinen, das ist auch nicht schlechter als das, was Sie bis heute gemacht haben. Aber Sie meinen, ja, aber natürlich schmunzelt man jetzt darüber, aber sind wir mal ernsthaft. Wenn Leute Sie wählen, oder wenn Sie wollen, dass viele Leute Sie wählen, gerade bei so einem Thema. Dass Leute uns wählen? Ja, aber gerade bei so einem Thema ist es doch wir echt kontraproduktiv, oder? Eigentlich, wir machen eine Woche vor der Wahl Wahlkampf, aber im Prinzip machen die anderen Parteien Wahlkampf für uns. Wir sind eine Protestwahlmöglichkeit für intelligente Wähler, die zur Wahl gehen möchten in dieser Demokratie, aber sich zu schade sind, ihr Kreuz bei der SPD, bei der CDU, bei der FDP oder bei den Grünen zu machen. Aber auch wenn es Satire ist, ist es denn clever, ein Land platt, das allein zu sagen, das Land platt zu machen? Ist das clever? Viele Leute wissen, dass wir uns nicht eins zu eins äußern, sondern dass es eine Form des uneigentlichen Sprechens gibt. Und wenn ich darauf anspiele, dass wir dieses Land platt machen wollen, dann würde ich einfach die Sätze anschließen, dass das eine Strategie ist, die ja offensichtlich von den Amerikanern, und da kommen wir vom Kritisieren der Bundesregierung ab, dass sie den Amerikanern nämlich da gefolgt ist und eigene Leute da reingeschickt hat. Es sind Tausende umgekommen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Afghanistan umgekommen sind. Es sind ja also mehrere Hunderttausend, die getötet worden sind. Wenn wir darüber lesen, dass selbst diese Drohnen, das Drohnen selbst, was von Obama damals auf die Tagesordnung gesetzt wurde, eine absurde, jedem Menschenverstand, jeder humanistischen Regung, jedem grundgesetzlichen Gedanken widerspricht, dass man Leute ohne Gerichtsverfahren aus der Luft tötet. Wenn man dann liest, dass 90% der Opfer, noch nicht mal diese Ausgewählten, von denen möglicherweise der ein oder andere ein Feind Amerikas war, aber dass da 90% Zivilisten und Hochzeitsgesellschaften und sonst was sterben. Wie kann man denn an einer solchen, wie kann man an so etwas teilnehmen als Deutscher zumal? Gibt ja tatsächlich auch Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die solche Drohnen dann sehen und sich davor fürchten. Und gibt es auch verstörende Berichte darüber, also wie man das wahrnehmen muss, wenn dann so ein Ding über einen hinwegfliegt und man weiß, das könnte einen im Prinzip in jedem Moment theoretisch bombardieren. Aber deswegen frage ich ja so konkret nach, weil wenn wir jetzt so sprechen, dann kommt, glaube ich, schon rüber, was Sie meinen. Aber für Leute oder in welche Richtung Sie gehen wollen, auch mit einer ernsthaften Haltung und nicht nur dem Satirischen, was da vorgeschoben wird. Aber für Menschen, die vielleicht noch nie was von der Partei gehört haben oder die hören dann das, die hören, wir wollen das Land platt machen und mehr hören sie nicht. Mhm. Und vielleicht wollen sie auch nicht mehr hören, wer weiß. Wie viel Ernsthaftigkeit steckt dahinter? Und wenn sie schon eine Partei sind, dann wollen sie halt auch versuchen, irgendwas zu verändern. Ich meine, sie haben wir ja nicht... Wir verändern ja dadurch, dass wir Dinge in den Diskurs einschleusen. Also wir politisieren, das ist, glaube ich, eine unserer Hauptaufgaben, junge Leute über, was weiß ich, lustige Plakate. Ist das so? Ist das wirklich noch so? Weil die Frage, das habe ich mich auch ganz oft gefragt und ich bekomme, es war in einem Video, was ich gemacht habe, tatsächlich auch ein Argument von mir, warum Ihre Partei existiert. Dafür habe ich tatsächlich aber auch bei dieser Analyse Gegenwind bekommen, weil Sie sagen, naja, weiß ich nicht. Also das spricht die cleveren Leute an. Es spricht die Leute an, die sich mit Politik auseinandersetzen. Die kritisieren aber nicht unbedingt die, die bei Null anfangen, Baseline anfangen. Die Erfahrung haben wir nicht gemacht. Also es gibt viele, wenn ich mich vorne an den Tisch setze, kommen Leute vorbei. Und das sind überwiegend auch 16-Jährige, die sagen, dass sie noch nicht wählen können, leider. Und die freuen sich über, was weiß ich hier, wenn wir
Das ist jetzt was, das können auch Dreijährige natürlich verstehen, oder? Ja. Da kommen auch sehr viele. Da muss man nicht. Das Gesicht vielleicht nicht, das würden Sie nicht erkennen, aber die Grundkonnotation ja. Ja, aber es sind schon viele Schüler und viele Studenten, die sich politisieren. Es ist einfacher, über einen guten Witz oder über ein lustiges Plakat oder über eine vielleicht auch ein bisschen irritierende und im Moment überfordernde Ansprache eine Minute aus dem Europäischen Parlament an Politik sich heranführen zu lassen, als über den Politikteil der FAZ. Aber Sie glauben schon, dass das funktioniert und dass man damit wirklich die Reaktionen die Leute sind erreicht, so, dass man wir glauben, dass das funktioniert. Es ist jetzt keine Hauptfunktion der Partei. Wir nehmen das natürlich denkbar gerne an, dass wir Leuten, ich glaube, dass Leute heute Orientierung brauchen im Netz. Es ist zwar alle Informationen verfügbar, aber man muss sie natürlich irgendwo auch finden können und einordnen können. Ich glaube schon, dass heute ein Hauptsinn darin besteht, dass man eine Orientierung vorgibt. Und Riso oder Sie machen das wahrscheinlich auch, indem Sie Sachen aufbereiten. Aber ich bin keine Partei. Stimmt, ja. Ich sage ja nur, dass es also im Netz Orientierungspunkte gibt. Und das sind wir gerne, aber es ist nicht Hauptzweck der Partei. Hauptzweck der Partei ist, dass wir Witze machen können über das, was uns bedrängt und belastet. Und apropos Orientierung, auf dem Kanal von Dark Victory gibt es jetzt ein Video zum Thema Wahltools. Also welche Partei passt eigentlich zu einem am besten? Es gibt ja nicht nur den Wahl-O-Maten, sondern auch ein paar andere. Beispielsweise gibt es auch so eine App, so eine Tinder-artige App, wo man dann swiped mit Videos von den unterschiedlichen Parteien. Kannte ich selbst auch noch nicht und finde ich persönlich richtig cool. Also schaut euch unbedingt sein Video dazu an, was ihr hier oben im i nochmal verlinkt findet. Ich bin auch schon seit Jahren ein Fan von ihm. Mega geile Videos, die er macht. Und jetzt geht's da noch weiter mit Martin Sonneborn. Sehen Sie sich so ein bisschen als, ich nenne es jetzt mal, öffentlich-rechtliche Plattform, die mit Geldern natürlich von allen finanziert wird, mit diesem Auftrag? Nein. Wir werden ja nicht finanziert, sondern wir erschwindeln uns das Geld, was wir brauchen, über irgendwelche, was weiß ich, über Aktionen zum Beispiel, wie den Geldverkauf der Partei, wo wir den Goldverkauf der AfD parodiert haben, indem wir Geldscheine verkauft haben zum Nennwert oder auch mal 100-Euro-Scheine für 80 Euro verkauft haben im Netz. Da sind übrigens auch dann Parteienfinanzierungsvorschriften geändert worden später. Wir erschwindeln uns das Geld, das wir bekommen, aus der absolut unseriösen Parteienfinanzierung. Das ist ein Wahnsinn, Parteienfinanzierung. Das sind 190 Millionen Euro im Jahr, die an sämtliche Parteien ausgeschüttet werden. Dazu kommen noch mal knapp 600 Millionen, die an die Parteistiftungen, also die parteinahen Stiftungen. Also Konrad-Adenauer-Stiftung beispielsweise. Genau. CDU/CSU. Das sind alles, sind übrigens keine echten Stiftungen, das sind Vereine, die sich Stiftung nennen. Das ist absolut unseriös. Und das sieht der Gesetzgeber und das Verfassungsgericht auch mit großem Unbehagen. Deswegen versuchen wir ja da Öffentlichkeit herzustellen. Zum Beispiel auch, indem wir uns Geld organisiert haben. Wir haben damals, als die AfD Gold verkauft hat, haben wir Geld verkauft. Wir haben einfach 100-Euro-Scheine zum Nennwert verkauft und haben gezeigt, dass man darüber sich Gelder aus der Parteienfinanzierung einheimsen kann. Dann haben wir im nächsten Jahr 80-Euro-Scheine, 100-Euro-Scheine, 80 gibt es nicht. Das ist verwirrend. Ja, das ist bestimmt für die Leute draußen an den Geräten auch verwirrend, aber wir müssen jetzt durch. Wir stehen ja auch für eine Überforderung der Leute. Also, wir haben 100-Euro-Scheine, unterfordert werden sie im Öffentlich-Rechtlichen. Und je nach Plakat, das ist auch manchmal ein bisschen unterfordernd, aber... Das stimmt. Wir haben damals 100-Euro-Scheine für 80 Euro verkauft. Es gab einen großen Run. Die Server der Partei gingen in die Knie. Viele Leute kennen Geld, mögen Geld, schätzen Geld, haben sich beteiligt. Und danach haben wir dann, ich habe angedroht im Bundestag, wenn sie die Gesetze nicht ändern, würden wir im nächsten Jahr 200-Euro-Scheine zum Kilopreis verkaufen. Dahingehend, dann wurden Gesetze geändert. Aber erklären Sie das jetzt mal jemandem, der nichts mit Politik zu tun hat. Das muss ich nicht. Dafür sind Leute wie Sie da. Ich sage einfach aber nur... Aber ich bekomme dafür kein Geld aus der Parteienfinanzierung. Das stimmt. Sie mich, ne? Also das schließt sich ein bisschen der Kreis. Die Frage ist ja, und das bekommen Sie auch schon oft gestellt, aber braucht es das? Warum braucht es denn die Partei? Warum, Sie sind ja Satiriker, Sie kommen ja es eigentlich... Es braucht die Partei nicht, aber es gibt ja. Sie. Und da es uns Spaß macht. Und ich meine, mit dieser Aktion haben wir dafür gesorgt, dass Parteienfinanzierung, wir sprachen vorhin schon davon, dass das Grundgesetz geändert wurde, dass es heute... Dass die KPD auf den Wahlzetteln steht, ist eine Folge der Tatsache, dass die Partei sich damals auseinandergesetzt hat dem Bundestag. Moment, und zum Geld würde ich gerne noch sagen. Diese Aktion hat zu einer Änderung der absolut unseriösen Parteienfinanzierung geführt.
Die hat hat ein Schlaglicht darauf geworfen und die mussten ändern im Bundestag. Und das kostet die verfickte AfD, ich habe Immunität, ich kann ruhig, also die verfickte AfD kostet das jedes Jahr 1,5 bis 2 Millionen Euro nach Berechnung des Spiegel, dass die kein Gold verkaufen können mehr. Und das sind Sachen, die mir Spaß machen. Wie viele Satireparteien würde eigentlich Deutschland vertragen? Im Moment zwei, die FDP und uns. Und also die Spaßpartei FDP und die Satirepartei. Und wie viele Parteien, die der Partei die Partei sehr ähneln? Und zwar wirklich, ja, Sie werden es mir wahrscheinlich wieder umdrehen, wie ich sage, aber wenn wie viele, könnte man sich vorstellen, dass wir jetzt in Deutschland vier Parteien wie die Partei haben, die Nein. ähnliches Programm haben wie Sie? Könnten Sie dann überleben noch als Partei? Ich denke schon, dass wir flexibel genug sind. Wir würden einfach rechtsradikal werden und komisch. Die Marktlücke ist noch nicht besetzt. Wir haben gerade einen Journalisten unterstützt, einen Investigativen namens Peter Kreisler, der sich mit britischen PR-Agenturen mal beschäftigt hat und praktisch von uns einfach nur eine Visitenkarte mit Partei und Social-Media-Beauftragter, Wahlkampfleitung bekommen hat und dann nach Großbritannien gefahren ist und mit Agenturen gesprochen hat, die von den ehemaligen Cambridge Analytica-Leuten gegründet wurden oder wo die jetzt arbeiten mit ihrem Wissen. Das sind die Leute, die den Trump-Wahlkampf mitgewonnen haben. Das sind die Leute, die den Brexit mit beeinflusst haben. Es ging ja da um sehr wenige Prozent und einige ausgewählte Wahlkreise. Die haben mit extrem modernen und schmutzigen Methoden, mit Daten aus dem Netz, die teilweise natürlich illegal gesammelt werden, gesammelt worden sind, gearbeitet und hat sich von denen mal ein Angebot erstellen lassen, was wir brauchen, um auf 9% zu kommen mit der Partei in der Bundestagswahl. Und kam wieder mit einer Rechnung über 850.000 Euro. Das können Sie doch bezahlen. Aus der Partei. Die wir bezahlen müssten, damit die einen schmutzigen Wahlkampf für uns planen. Aber der ist ja eh schon schmutzig bei Ihnen. Also von daher. Ja, das war eine Form des Schmutzes, die ich noch nicht bedacht hatte. Was heißt das denn? Also genau, was würde dann schmutzig dann bedeuten in dem Kontext? Also die fingen an mit illegaler Parteienfinanzierung. Das heißt, man kann über Firmen, die uns Geld spenden, das war jetzt am Modell der AfD aufgezogen praktisch. Da gibt es ja die Goal AG zum Beispiel in der Schweiz, über die Gelder fließen und dann werden Deutschland Journal oder Deutschland Magazin oder irgendwie so, weiß nicht so, Zeitschriften gedruckt, die halt das AfD-Gut befördern, ohne dass man das der Partei direkt juristisch zuordnen kann. Sowas hat man uns vorgeschlagen. Die haben uns vorgeschlagen, dass wir Privatdetektive auf die Spitzenkandidaten der gegnerischen Parteien ansetzen. Sowas gibt es. Das heißt Privatdetektive, die wirklich dann, wie man das so kennt aus den Filmen, den Leuten hinterher rennt. Es war tatsächlich wie im Film, sie sagten dann, man muss das Wissen ja nicht nutzen, das man dann bekommt, aber man hat es. Und wenn man im Wahlkampf in einer Auseinandersetzung ist, kann man das auf den Tisch legen und dann wird halt über was anderes gesprochen. Ich fand es sehr lustig, weil das war im Mai und im Mai wussten wir noch nicht, dass sich sämtliche Spitzenkandidaten natürlich im Laufe des Wahlkampfes extrem desavouieren würden selbst. Wurden Sie schon mal beschattet? Das weiß ich nicht, aber ich habe einen... Im besten Fall weiß man es nicht, wenn die Job richtig gemacht haben. Ich habe mein Handy liegt da unten, da ist ein Pegasus-Spähprogramm drauf, das mich nicht erfreut. Vielen Dank nach Israel und vielen Dank nach Aserbaidschan und vielen Dank auch an die Bundesregierung und an die EU-Kommission, dass so etwas möglich ist. Was macht das? Für die Pegasus können Sie nachlesen. Das ist ein, ich glaube, israelisches Spähprogramm, das wurde an Aserbaidschan verkauft, eine lupenreine Demokratie. Für die Leute, die uneigentliches Sprechen verstehen. Keine wirkliche lupenreine Demokratie. Und die haben damit oppositionelle und missliebige Politiker und, glaube ich, auch flächendeckend in Brüssel spioniert. Und wir haben das kürzlich mal auswerten lassen und haben dort Bruchteile dieses Pegasus-Programms gefunden. Und Sie gehören da logischerweise mit dazu, weil Sie auch Europaparlamentsmitglied. Ja, ich weiß nicht, wir werden nicht wichtig genug sein. Keine Ahnung, vielleicht. Wir haben Aliyev, den aserbaidschanischen Machthaber, glaube ich, ein bisschen geärgert, weil wir versucht haben, es gab ja einen Krieg in Bergkarabach, in Arzach. Da haben die Aserbaidschaner haben dieses kleine Land überfallen und mit Drohnen
in die Knie gezwungen. Es sind sehr viele Leute gestorben, ich glaube 10.000 junge Leute. Armenien, Bergkarabach, das sind kleine Bevölkerungszahlen. Das ist ein gewaltiger Blutzoll, den die da entrichten mussten. Und wir haben versucht, ich habe noch nie versucht, ein Thema so monokausal, permanent, ermüdend bei Facebook und Twitter und YouTube den Leuten in die Köpfe zu hämmern, weil es in der offiziellen oder in den seriösen Medien nicht geschehen ist. Heute wissen wir, dass sehr viele CDU-Abgeordnete Verbindungen nach Aserbaidschan haben. Wir wissen, dass die HU eine von Aserbaidschan finanzierte Professorenstelle hat, eine Professorin, die dann Positives über die aserbaidschanische Demokratie oder über die Entwicklung zur Demokratie bescheinigt hat. Wir wissen, dass viele Abgeordnete auch aus anderen Parteien bestochen worden sind. Es gibt Leute, die wohnen am Prenzlauer Berg in günstigen Wohnungen in Häusern, die irgendwelchen Aserbaidschanern gehören. Es gibt da viel mehr Korruption, als wir gedacht haben. Und das war tatsächlich hart zu sehen, dass man praktisch eine Wahrheit nicht in die Medien bekommt und auch nicht in die Öffentlichkeit. Ich würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die tatsächlich sehr wenige Likes bekommen hat. Aber trotzdem fand ich sie irgendwie schön. Und zwar von J to the F. Glauben Sie, es braucht ein neues Selbstverständnis des Menschen? Und wenn ja, in welche Richtung sollte sich dieses verschieben? Ich glaube ja und nach links. Okay. Das heißt aber im übertragenen Sinne auch die Partei, weil das wurde auch oft gefragt, ist auch wirklich eher links und bewegt sich mehr in den linken Bereich. Das heißt links. Beziehungsweise in linke Werte oder das, was man damit in Verbindung bringt. Wenn ich uns in Schulklassen beschreiben soll oder vor Studenten, dann sage ich, dass wir humanistische Werte teilen. Und das ist naturgemäß eher links als industriefreundlich und rechtsradikal. Und ich finde, da muss unsere Gesellschaft auch hin. Ich meine, wir sind eine reiche Gesellschaft, wir haben genug Geld und wir müssten das anders verteilen. Und dann würde es auch etwas entspannter in diesem Land aussehen und auch im Internet. Jemand anderes hat auch Angst oder hatte sich ein wenig darüber beschwert, dass man die Partei gar nicht mehr wählen kann, weil sie ja nur noch Mainstream links sei. Ah, interessant. Das würden Sie nicht unterschreiben? Mainstream links. Ich weiß nicht, ich finde, es gibt eine linke Mehrheit in diesem Land, die es aber nicht schafft, sich zu organisieren. Wobei die SPD darf man nicht zur Linken zählen, das ist natürlich auch. Gut, es gibt eine rechte Mehrheit in diesem Land, die es schafft, sich zu organisieren. Man sollte zumindest von links aus dagegen sticheln dürfen und ein paar gute Witze machen in deren Richtung. Vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit und für die Antworten auf die Fragen. Ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldung der Community. Ich auch. Mal schauen, was Sie dazu sagen. Danke Ihnen. Und, gern. Ich war zufällig in der Gegend. Ja, andersrum. Wobei, Sie kommen aus Brüssel wahrscheinlich, oder wo tummeln Sie sich denn eigentlich? Zurzeit in Berlin. Okay, das stimmt, in Brüssel ist wahrscheinlich Pause auch gerade, in Berlin. Super, vielen Dank Ihnen. Gerne. Tschüss, draußen an den Geräten. Das war also Teil 2 des Interviews zusammen mit Martin Sonneborn. Wirklich sehr spannende Antworten. Übrigens Teil 1 findet ihr jetzt auch nochmal hier verlinkt. Schaut euch das mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und hier findet ihr jetzt auch noch eine Playlist zu weiteren Wahlprogrammen, zu den unterschiedlichen Parteien 2021, zur Bundestagswahl am 26. September. Bis dahin, euer Marvin und bis dann.